Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Lufia 2 Weiß auf des Himmels. Das ist schon mein dritter Aufnahmeversuch und meine anderen zwei Aufnahmeversuche haben mir ganz klar bewiesen, dieses Dungeon ist noch etwas schwer für mich. Deshalb nehmen wir jetzt mal schnell die Gotteshand hier und hauen ab. Weil, bis ich zur nächsten blauen Truhe komme, lohnt es sich nicht wirklich, weil im Endeffekt ist es sehr wahrscheinlich, dass ich dabei draufgehe. Und wenn ich draufgehe, dann verlieren wir alle Gegenstände, die wir bis jetzt gesammelt haben, also aus blauen Truhen. Also benutzen wir Gotteshand. So. Gut. Und wir haben auch Ja. Ja, wo kann ich jetzt bitte... Ah ja, genau. Iris Dinger abgeben. Das mache ich dann einfach mal. Ja, so. Ah ja, wir können ja auch mal sofort sehen, was haben wir dann gewonnen. Wenn ich mich richtig erinnere, nur dein Solarheim, ne? Ja. Legen wir einfach mal alles ab. Kann ich bis besser entscheiden, wer was bekommt. So. Dann gehen wir nochmal schlafen. So. Ja, was für eine Wirkung Kopfwasser da hat, verstehe ich auch nicht. So recht. Wo war das nochmal? Wo kann ich die Dinge abgeben? Das war hier, ne? Toll, ihr habt den Ehrenstoff gefunden. Ihr seid die Ersten, denen das gelungen ist. Gut. So. Jetzt fehlt noch 9 oder so, ne? Entschuldigung. Ja. Hier im Shop war ja nichts Interessantes, oder? Moment, zuerst mal ausgestanden. Kamo-Rüstung, keine von denen will die. Ja, die ist jetzt nicht mehr so gut. In Ordnung. Die Ringe verteilen wir dann mal. Feuerring. Das Glasarmband kann Celan tragen, ne? Ja, dann trägt Celan das Glasarmband. So. Donnerring kommt dann mal Maxim. Muskelring bekommt Dicker. Und Muskelring bekommt dann auch noch die Kürbisjuwel. Nein. Satirjuwel. Kommt dann mal Deka. Das Wasserjuwel bekommt normalerweise Celan. Ja. Bienenstein. Ja.
Ja. Und Pferdestein bekommt dann die. So. Gut. Dann nochmal nachschauen. Ist das wirklich besser? Die Sachen hier sind ja gar nicht so schlecht. Aber erstmal vergleichen. Langschwert. So. Jo, das scheint ziemlich gut zu sein. Aber ich glaube, ich habe überhaupt nicht genug Geld. Nein, okay. Natürlich könnte ich jetzt trainieren gehen, aber ist jetzt nicht sofort den Sinn dahinter. Schauen wir noch, was denn ist. Ist irgendwas versteckt? Nein? Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, reisen wir mal wieder ab. Mit unserem kleinen Boot. So. Nach Xisus. So. Gut. Vor einigen Tagen tauchte ein Fremder auf und zerstörte alle Schiffe in unserer Stadt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch es war ein schreckliches Erlebnis. Ja, kommt nur Konfort. Wir sind zwar nur eine kleine Stadt, aber unsere Bürger sind sehr freundlich. Jo. Mein Schiff wurde zerstört. Das ist meine Ruin. Okay. Der Mann, der die Schiffe zerstörte, ist in den Nordturm geflüchtet. Das ist richtig. In der Gegend befindet sich ein äußerst gefährlicher Mann. Ja, er kommt aus dem Westen, nicht wahr? Ich habe euch noch nie zuvor gesehen. Ja, das wundert mich nicht. Oh. Was ist das für eine Flöte? Was ist das für eine Flötenmusik? Ich muss gehen. Was zum? Okay, anscheinend werden hier ein paar Leute hypnotisiert, zumeist Frauen. Interessant. Kleine Mädchen auch? Okay, jetzt mache ich mir ernsthafte Sorgen. Hey, was geht da vor? Wo willst du hin? Norden, ich muss zum Nordturm. Tails hat es aber keine Wirkung auf Celan. Oder? Die Musik hat aufgehört zu spielen. Anna! Was geht hier vor? Ich weiß auch nicht. Alle jungen Frauen verlassen die Stadt und laufen nach Norden. Okay, das bedeutet, Celan ist nicht jung. Es muss Anna folgen. Celan, tut mir leid, du bist alt. Nur die jungen Frauen gehen. Das scheint mit der Musik zusammenzuhängen. Ja, denke ich auch. Aber ich bin noch hier. Vielleicht, weil du verheiratet bist. Also gehen nur die ledigen Frauen. Das... Da geht etwas sehr Merkwürdiges vor. Die jungen, ledigen Frauen verfügen über eine große Lebensenergie. Vielleicht ist es das. Wir müssen sie auf jeden Fall retten. Augenblick, die Geist, komm mit. Das wird nicht nötig sein. Ich komme trotzdem mit. Ich will auch etwas heilen, etwas von dem Heldenruhm abbekommen. Das gefällt den Mädchen. Oh mein Gott. Du hast doch schon eine Freundin in Tombell. Ja und? Warum heiratest du die Kleine nicht in Tombell nicht? Oh Mann, ich kann mir diesen Schwachsinn nicht mehr anhören. Lass uns alleine gehen, Maxim. Ja. Warte, Maxim, wir gehen alle zusammen. Das ist sicherer. Ja, zusammen sind wir stark. Oh Junge. Mit allem Reden, ich möchte ein großer Erfinder werden, so wie Lexis. Lexis? Ihr kennt ihn nicht, er ist der genialste Erfinder unseres Jahrhunderts. Zurzeit befindet er sich in Kitos, östlich von hier. Ich habe ihn leider noch nicht persönlich kennengelernt. Okay. Was war das für seltsame Flötenmusik vorhin? Ja, das frage ich mich auch. Ja, alle Frauen sind zum Nordturm gegangen, sie waren wie hypnotisiert. Ja, das ist klar. Gewesen. Ja, ja, schlafen. Natürlich ist das gesund. Irgendwas Seltsames liegt in der Luft. Ich kann es fühlen. Okay, wenn du das sagst. Willkommen! Flucht.
kaufen wir einmal mit. Sani brauchen wir überhaupt nicht mehr, aber egal. Feuer- und Eisbälle. Die wollen doch manchmal unseren lieben Kapselmonster essen oder so. Nur leucht aufwacht, keiner weiß wohin. Ja, na Tom. Hallo, nett euch kennenzulernen. Schaut euch ruhig um. Okay, ja, die verkaufen hier das gleiche wie da hinten, wo ich jetzt mal weiß, wie es heißt. Bei der Anhöhle, das ist sehr wichtig. Dann würde ich mal sagen, das hier wird dann mal eine kurze Folge. Ich mache hier mal Schluss. Und ich gehe dann für nächstes Mal offscreen mal ein bisschen Geld farmen. Und kaufe dann hier ein. Also dann Leute, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, euer Grifflion. Ciao, ciao.